da der komplette Informationsbedarf nicht gedeckt wird, beziehungsweise werde auch im Anschluss dann noch für Fragen zur Verfügung stehen. Und je nachdem, wie lange das dauert jetzt, dann, wenn nicht alle Fragen hier jetzt geklärt werden können, dann auch noch im Anschluss außerhalb der Veranstaltung. Ich habe zwei Anträge gestellt. Das ist einmal der Steuergerechtigkeit und Wirtschaftskriminalität, den ich als zweiten behandeln werde. Da geht es um Steuerhinterziehung von Unternehmen. Und den anderen Beseitigung der kalten Progression. Und den behandle ich jetzt mal zuerst. So, hier jetzt mal kurz der Antragstext. Ich lese euch den mal vielleicht kurz vor, damit ihr wisst, worüber ich spreche. Die Piratenpartei setzt, aber man kann es auch lesen, okay. Ich habe mal die wichtigen Punkte, wo man auch gleich was zu sagen muss, hervorgehoben. Setzt sich dafür ein, dass die sogenannte kalte Progression im deutschen Einkommensteuersystem beseitigt wird. Unter kalter Progression versteht man den unerwünschten Effekt, dass Lohnerhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, zu einem höheren Grenzsteuersatz führen. Praktisch werden damit über die Inflation jährlich verdeckte Steuererhöhungen in Milliardenhöhe vollzogen, für welche die deutsche Politik keine Rechenschaft ablegen muss. Dies trug dazu bei, dass die Ausdifferenzierung des deutschen Einkommensteuersystems verloren ging und die Mittelschichtshaushalte heute einen Grenzsteuersatz zahlen, der dem von Industriemagnaten und Bankiers nahekommt. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Einleitung quasi, die so versuchen soll, so ein bisschen die Menge anzustacheln. Und im nächsten Teil wird dann im Prinzip erklärt, was wir dagegen machen wollen. Die Beseitigung, also das ist auch so ein bisschen der technische Aspekt, den ich dann jetzt vor allem erklären werde. Die Beseitigung der kalten Progression bei der Einkommensteuer soll über eine jährliche Anpassung aller Tarifeckwerte und der pauschalen Abzugs- und Freibeträge erreicht werden. Das ist ganz wichtig, ich werde das noch gleich ausführlicher erklären, dass es hier um eine automatische Anpassung geht, eine automatische jährliche Anpassung, dass um dieses Problem, das wir hier haben im deutschen Einkommensteuersystem, nicht jedes Mal der Gesetzgeber wieder extra tätig werden muss, sondern dass es automatisch angepasst wird und dieses Problem behoben wird. Ich überlege gerade, ob ich da ein bisschen so jetzt schon zu weit gesprungen bin. Also das Problem, das hier überhaupt, um das es hier generell geht, ist eben das, ihr werdet es fast euch schon gedacht haben, der kalten Progression. Das ist ein Bug sozusagen in unserem Steuersystem, im Einkommensteuersystem, der darauf beruht, dass wir eben die Progression haben und wenn die zusammenspielt mit Inflation, dann kommt es zu unerwünschten Effekten, die man nicht haben möchte, nämlich zur verdeckten Steuererhöhung. Es gibt andere Länder, die haben auch ein Progressionssystem. Also Progression, wisst ihr, was das bedeutet? Dass man mit zunehmendem Einkommen auch einen höheren Steuersatz dann immer mehr zahlt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Flat Tax hat, 20% auf alles, dann ist es so, dass man natürlich auch, je mehr man verdient, mehr Steuern zahlt. Nur die Belastung steigt nicht. Und bei einem progressiven System ist es eben so, dass man zum Beispiel auf die ersten 1.000 Euro zahlt man irgendwie 10%, auf die zweiten 1.000 Euro dann 15% und so weiter und das steigt immer mehr an. So. Und genau, dann mal kurz weiter so zur Einführung jetzt. Nein, stopp, nochmal zurück. Danke. Wir haben gerade eben über die Anpassung gesprochen. Diese werden dabei durch einen geeigneten Index um die Inflation des Vorjahres angepasst. Geeignet ist ein Inflationsindex, wenn er öffentlich einsehbar ist und seine Berechnung nachvollziehbar erfolgt. Er sollte insbesondere die Inflationsbelastung der Bezieherinnen von geringen und mittleren Einkommen realistisch abbilden, da diese von kalter Progression besonders stark betroffen sind. Das werden wir nachher auch noch gleich sehen. Also es geht, dieses Problem betrifft alle Menschen, die Steuern zahlen. Eine kleine Zwischenfrage. Was ist ein Grenzsteuersatz? Okay, also das werde ich tatsächlich auch gleich noch erklären. Ich wollte jetzt das hier mal vorab schicken, damit ihr überhaupt den Antragstext mal gehört habt. Also ganz kurz zu diesen geringeren und mittleren Einkommen. Das Problem betrifft alle, die Steuern zahlen, aber ganz besonders massiv werden eben anteilig dann die betroffen, die geringere und mittlere Einkommen beziehen. Werde ich euch nachher auch noch gleich erklären, warum. So, weiter. Tja, jetzt hängt es, Geo-Antrag auf Ponytime. So, danke. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Also ist natürlich die Frage, wenn das irgendwie so ein Bug ist, der auch relativ trivial ist, was der Fall ist, warum wurde der noch nicht beseitigt? Das hängt damit zusammen, dass eben diese Mehreinnahmen, die generiert werden durch den Staat, also über diese versteckten Steuererhöhungen, dass der Staat die natürlich gerne haben möchte. Und das heißt, wenn wir jetzt die kalte Progression auf die von mir geforderte Art und Weise beseitigen würden, würde das zu Steuermindereinnahmen jährlich führen, und zwar in Höhe von ungefähr 3 Milliarden Euro.
Und deswegen jetzt hier nachgeschoben, die Piratenpartei ist sich der Tatsache bewusst, dass in einem ersten Schritt Steuereinnahmen in jährlicher Höhe von ca. 3 Milliarden Euro wegfallen, wenn die verdeckten Steuererhöhungen durch die kalte Progression beseitigt werden. Dies würde aufgrund der knappen Haushaltslage in einem zweiten Schritt explizite Steuererhöhungen nach sich ziehen, die dann jedoch transparent und unter Vollzug einer öffentlichen Debatte erfolgten. Die Politik hätte sich dann für die Steuererhöhungen, die heute noch verdeckt erfolgen, zu rechtfertigen. Die einseitige Belastung der Mittelschicht würde damit unwahrscheinlich. Also ein ganz wichtiger Punkt. Man kann dieses Ding natürlich auch kostenneutral machen. Habe ich in dem Antrag jetzt ausgespart, weil es dann halt kompliziert wird. Dann muss man wieder sagen, wen soll diese steuerliche Mehrbelastung dann treffen? Sollen das irgendwie die Besserverdiener sein oder keine Ahnung? Das wollte ich jetzt von diesem Antrag loslösen. Es geht erstmal darum zu sagen, naja, wir beseitigen das halt. Und dann müssen die Mittel, die halt irgendwie sowieso besorgt werden müssen, halt auf einem expliziten Weg machen. Die deutsche Politik muss sich dann da tatsächlich dafür rechtfertigen und das passiert nicht einfach immer verdeckt. Und jetzt werde ich euch mal kurz, nachdem ihr den Antrag jetzt gehört habt, erklären, wie das alles funktioniert. So, kurz eine Erklärung, wie funktioniert es eigentlich mit dem Grenzsteuersatz? Ich habe jetzt hier mal, also generell werde ich hier ein ganz simples Beispiel machen. Im deutschen Einkommensteuersystem hat man nicht so was ganz Triviales mit hier zwei Steuerstufen, sondern es ist so linear ansteigende Belastung. Aber was ihr hier jetzt sehen könnt, ist an dieser Grafik, unten auf der Achse, auf der X-Achse, da hat man das jährliche Bruttoeinkommen, also von 0 bis 80.000 jetzt hier mal. Und dann auf der Y-Achse nach oben hat man eben den Steuersatz, den man bezahlt. Den Grenzsteuersatz. So, und was heißt das jetzt? Für jeden Euro, den man pro Jahr zwischen 0 und 20.000 Euro verdient, zahlt man 20% an Steuern. Für jeden Euro ab dem 20.000. Euro zahlt man 40% Steuern. So, das heißt, ihr seht hier ganz deutlich, naja, je mehr man verdient in der Tendenz, desto mehr zahlt man dann auch eben Steuern. Aber es ist jetzt nicht so zum Beispiel, dass man, also ein einfaches Beispiel wäre jetzt auf der nächsten Slide, glaube ich, mal weiter. Genau, wir haben jetzt hier eine Person A, Bruttoeinkommen 20.000 Euro und die zahlt eben auf diese kompletten 20.000 Euro, also auf jeden einzelnen Euro sozusagen von diesen 20.000, zahlt sie 20% Steuern. Damit hat sie eine steuerliche Belastung jährlich von 4.000 Euro und damit ein Nettoeinkommen von 16.000 Euro. Nächstes Slide. So, Person B jetzt zum Beispiel, die verdient brutto 40.000 Euro. Die zahlt jetzt in diesem progressiven Steuersystem, zahlt die auf die ersten 20.000 Euro 20%. Ganz klar, so wie das Person A auch gemacht hat. Aber auf die weiteren 20.000, die dann oben auf die 20.000 draufkommen, also eben von 20 bis 40.000, da zahlt sie 40% Steuern. Und damit setzt sich dann die gesamte steuerliche Belastung von Person B eben aus diesen beiden Komponenten zusammen und sie zahlt eben 12.000 Euro Steuern. Sie verdient brutto das Doppelte wie die andere Person, zahlt aber nicht das Doppelte an Steuern, sondern sie zahlt mehr nochmal, nämlich in dem Fall jetzt das Dreifache an Steuern und das ist eben diese progressive Komponente, die ich vorhin schon mehrfach angesprochen habe. Damit kommt eben auch ein Nettoeinkommen raus, das logischerweise eben nicht doppelt so hoch ist wie das der anderen Person. Wo kommt jetzt da die kalte Progression ins Spiel? Nächstes Slide. Was passiert jetzt, wenn sich da so eine Person so einen Rofelcopter kaufen möchte für 16.000 Euro? Nächstes Slide. Dann kann sich Person A, wir betrachten jetzt in der Folge Person A, kann sich diesen Rofelcopter kaufen, kann sich den leisten, denn sie hat ja jährlich netto 16.000 Euro über. Das Ding kostet genau 16.000 Euro, alles super, kann sich den leisten. Nächstes Slide. Und jetzt stellen wir es kurz um. Wir reden nicht mehr von Person A oder Person B, sondern sagen eben, naja, Person A betrachten wir jetzt vor Inflation, vor Eintreten von Inflation und nach Eintreten der Inflation. Es ist in Deutschland, in der Eurozone so, dass wir jährlich eigentlich immer Inflation haben. Man hat ein Inflationsziel von 2% jährlich von der EZB. Das wird dann mal irgendwie eingehalten, mal ist man ein bisschen drüber, mal ist man ein bisschen drunter. Und was heißt Inflation? Inflation bedeutet, dass das Geld entwertet wird. Das heißt, man kann sich für einen Euro heutzutage, was weiß ich, irgendwas leisten
Und dann setzt eben Inflation ein und dann kann man sich das Gleiche eben nicht mehr für einen Euro leisten, sondern muss ein bisschen was draufzahlen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Fall haben, wo wir in einem Jahr plötzlich 100%ige Inflation haben, dann würde der Rohfülkopter nach dieser 100%igen Inflation 32.000 Euro kosten. Damit einher gehen auch eben steigende Löhne. Denn wenn alles teurer wird, also sowohl der Rohfülkopter als auch irgendwie Tomaten, werden natürlich auch die Gehälter höher. Und auf die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge möchte ich da jetzt nicht eingehen, aber das heißt, wenn man eine völlig reine theoretische Inflation hat, dann wären nicht nur die Produkte teurer, sondern eben auch die Löhne und Gehälter. Das heißt, eine Person würde nach 100%iger Inflation auch das Doppelte verdienen. Nächstes Slide. So, jetzt haben wir hier suddenly wild 100% inflation appears. Weiter. Die Effekte treten genauso in der Realität auf. Ich mache das jetzt hier nur als Rechenbeispiel eben mit einfachen Werten, damit das besser verständlich ist. So, wir haben jetzt unten die Situation, könnt ihr jetzt sehen, der rote Punkt, das ist das Einkommen nach Inflation. Die Person verdient, wie gesagt, 100% Inflation, plötzlich das Doppelte, 40.000 Euro. Der Rohfülkopter, könnt ihr unten sehen, kostet jetzt auch das Doppelte, 32.000 Euro. Das Problem, das jetzt aber passiert ist, durch diese Inflation kriegt die Person ja mehr Gehalt. Sie kann sich dafür nicht mehr kaufen, aber sie kriegt formal mehr Gehalt. So, dadurch rutscht sie in einen höheren Grenzsteuersatz rein, muss mehr Steuern bezahlen. Wir hatten das vorhin, das Beispiel, zahlt jetzt statt 4.000 Euro 12.000 Euro und kommt eben dann netto auf 28.000 Euro raus. Und da seht ihr sofort, jetzt kann sich die Person den Rohfülkopter nicht mehr leisten. Und das ist eben genau die Situation mit der Inflation und wie sie zusammenwirkt mit der Progression bei uns. Diese Differenz, die jetzt hier entsteht, von 4.000 Euro, die streicht der Staat ein. Hätte sich einfach auch das Steueraufkommen auf 8.000 Euro verdoppelt, naja, dann würde die Person netto 32.000 Euro bekommen, könnte sich eben den Rohfülkopter auch nach der Inflation noch leisten. Aber wegen der Progression ist es nicht der Fall, die zahlt jetzt mehr Steuern, diese 4.000 Euro gehen an den Staat. Diese 4.000 Euro, das ist ein Gegenwert von 2.000 Euro von vor der Inflation. Und das sind eben die in der Summe dann, wenn man das über alle Bürgerinnen betrachtet, die 3 Milliarden Euro, die der Staat jährlich durch diese kalte Progression einnimmt. Nämlich, die Leute rutschen in den höheren Grenzsteuersatz rein, können sich eigentlich gar nicht mehr leisten, ne? Weil halt nur die Inflation ausgeglichen wird mit ihrem steigenden Gehalt, aber sie rutschen in den höheren Grenzsteuersatz rein und zahlen deswegen anteilig mehr Steuern. Und haben deswegen am Schluss weniger Geld in der Tasche und der Staat mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Die Situation, also was man dagegen machen kann, ist relativ trivial und das heißt Inflationsindexierung. Wir haben jetzt hier die Situation, ihr könnt es sehen, 20% Steuern werden bis 20.000 Euro gezahlt und bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier richtig ist. Der Status quo heute ist eben, dass diese 20% bis 20.000 Euro bezahlt werden. Das ist nach der Inflation noch genauso. Und ab 20.000 bis 40.000, bis dann halt unendlich, wird halt dann 40% gezahlt. Das ist eben die Situation heute. Nächstes Slide. Was man jetzt machen kann, ist zu sagen, naja, also diese Grenze, ab der dann der höhere Grenzsteuersatz verlangt wird, der verschiebt sich einfach mit der Inflation. Der wird mit der Inflation, mit einem Inflationsindex multipliziert. Das heißt, diese Grenze, die wir vorhin hatten, bei 20.000 Euro, darüber wird dann eben ein höherer Steuersatz fällig. Diese Grenze, diese 20.000 Euro, werden mit einem Inflationsindex multipliziert. Der Index gibt eben an, wie stark die Inflation war, in unserem Beispiel 100%. Das heißt, diese Grenze wird mit 100% multipliziert, sie verdoppelt sich also. Das heißt, diese Grenze würde eben von 20.000 auf 40.000 automatisch verrutschen. Und damit könnt ihr dann sehen, mal gucken, nächste Folie. Stopp, nochmal zurück. Okay, da ist jetzt ein bisschen was durcheinander gekommen, aber das macht nichts. Also was ihr sehen könnt, wenn jetzt diese Inflation passiert und sich auch diese Grenze mit dem Grenzsteuersatz verschiebt, dann würde auch die Person nach der Inflation auf ihr gesamtes Vermögen 20% Steuern bezahlen.
seht ihr hier in der Grafik. Also der Punkt ist immer noch unten, verdient jetzt 40.000, eben das Doppelte, zahlt darauf aber nur 20% Steuern. 20% Steuern ihr seht es da rechts, 20% Steuern von 40.000 sind 8.000. Das heißt, auch die Steuern, die bezahlt werden, verdoppeln sich. Und die Person hat dann eben durch diese Inflationsindexierung 32.000 Euro in der Tasche danach, also genau das Doppelte, könnte sich den Rofecopter, der sich auch genau verdoppelt hat, leisten. Und daran seht ihr jetzt, dass die Inflation jetzt in so einem Fall, wo man dann eben so eine Inflationsindexierung vornimmt, keine Auswirkungen mehr auf die steuerliche Belastung hat. Und das ist genau das, was man eigentlich haben möchte. Dass, wenn halt zum Beispiel alles um 100% teurer wird, dann sollen natürlich auch doppelt so viel Steuern bezahlt werden, aber nicht irgendwie dreimal so viel oder so, wie es dann sozusagen heute bei uns der Fall ist. Der Sachverhalt ist relativ trivial jetzt für irgendwie Wirtschaftswissenschaftler. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen erklären. Die Frage ist natürlich, also ihr könnt auch dann gleich nochmal Fragen stellen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, wenn man das hier mal kurz irgendwie in 20 Minuten runterreißen kann, warum wurde es noch nicht gemacht? Und da ist es einfach so, dass es für die Politik natürlich angenehmer ist zu sagen, naja, wir kriegen hier mehr steuerliche Mehreinnahmen pro Jahr rein, dann müssen wir uns gar nicht irgendwie dann rechtfertigen vor der Bevölkerung, weil der Sachverhalt hier mit Inflation und so, das ist eh so kompliziert, versteht eh niemand. Dann gibt es mal wieder irgendwie einen Spiegelartikel darüber, oh, kalte Progression, versteht aber trotzdem niemand und da muss man nichts machen, hat einfach die steuerlichen Mehreinnahmen und alle paar Jahre kann man dann herkommen und sagen, naja, wir senken jetzt die Steuern und alle jubeln. Und dabei gibt man den Leuten eigentlich nur einen Teil dessen zurück, was man ihnen davor immer aus der Tasche gezogen hat. Und das ist halt eine viel angenehmere Situation. Man kriegt quasi mehr Geld und gibt dann davon ein bisschen was zurück und da wird dafür dann gefeiert. Und was ich jetzt piratig fände, ich benutze mal dieses Wort, wäre zu sagen, wir schaffen diesen ganzen Shit ab für eine Inflationsindexierung ein. Und damit wird es dann halt alles nachvollziehbar. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir wollen diese 3 Milliarden aber irgendwie haben, weil wir brauchen die, um, keine Ahnung, Kitas zu bauen oder so, ja, da muss man sich halt hinstellen und sagen, okay, dann erhöhen wir eben die Steuern. Das geht dann aber in den ganz normalen Steuererhöhungsprozess, wo dann eben die Bürgerinnen dann auch mitbekommen, was da gerade abläuft und dann eben Einfluss drauf nehmen können, was heute eben nicht der Fall ist. Und wir haben jetzt noch, noch ganz kurz vielleicht die Frage, warum trifft das vor allem Menschen, die geringe oder mittlere Einkommen beziehen? Das wird relativ deutlich also wenn man so eine Grafik zum Beispiel benutzt, wodurch die steuerliche Mehrbelastung ausgelöst wird, ist nur eben, wenn man in den höheren Grenzsteuersatz springt. Da entsteht dann das Problem. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt zum Beispiel, eine Person, die irgendwie 80.000 Euro verdient hat, die zahlt eh schon den Spitzensteuersatz in diesem System. Und wenn dann sich plötzlich alles verdoppelt wegen der Inflation, naja, dann zahlt sie den halt immer noch. Die rutscht aber nicht dann in den Spitzensteuersatz rein oder so. Und deswegen wird die eben auch nicht so stark belastet, weil sich quasi oben an der Grenze nicht viel verändert. Natürlich, ein bisschen was müsste die dann auch mehr versteuern, aber das fällt sozusagen anteilig bei reicheren Menschen nicht so ins Gewicht, wie das bei ärmeren oder Menschen ist oder bei Menschen mit mittlerem Einkommen. Und das war jetzt soweit meine Präsentation zu diesem Antrag. Was ist da euch denn lieber? Wollt ihr gleich Fragen dazu stellen oder soll ich erst den anderen Antrag vorstellen? Mal kurz ein Meinungsbild. Jeder hebt mal die Hand für jetzt gleich Fragen stellen. Okay, dann könnt ihr jetzt gleich Fragen stellen. Ja, wer will fragen? Ja, als erstes habe ich mal eine Frage zu diesem Grenzsteuersatz. Du hast das ja jetzt wahrscheinlich bewusst einfach dargestellt. In Wahrheit haben wir ja gar keinen Stufensteuersatz, sondern es ist ja so eine parabolische Kurve. Also das heißt, ich habe einen persönlichen Steuersatz, wonach der sich wirklich bemisst, weiß ich jetzt selbst auch nicht persönlich, vielleicht kannst du mir das erklären. Aber eigentlich ist es doch, dass die Stufen dann immer prozentual gehen oder sogar kontinuierlich, ich weiß es nicht. Also so ganz so dramatisch wirkt sich die kalte Progression doch gar nicht aus, sondern sie wirkt sich deswegen auch aus, weil die Kurve eben keine lineare ist, sondern weil da eben so ein Mittelstandsbuckel drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, tatsächlich nicht. Also, nicht richtig verstanden. Die Geschichte, also prinzipiell hast du erstmal recht. Es ist natürlich, sieht natürlich komplexer aus. Wir haben in Deutschland ein Stufensystem eigentlich nur an zwei Stellen. Und zwar ist es einerseits, wenn man jetzt
sich den Freibetrag anguckt, also bis 8.000 irgendwas Euro, glaube ich, zahlt man halt gar keine Steuern und springt dann sofort auf, keine Ahnung, irgendwie 15% hoch oder so. Auf jeden Euro, den man oben drauf verdient, auf diese 8.000 irgendwas Euro. Das ist sozusagen die eine Stufe. Und dann hat man noch einen Spitzensteuersatz, der liegt, glaube ich, bei 42%. Zahlt dann auf alles, was drüber oben drauf kommt, 42% Steuern. Bis, keine Ahnung, 250.000 Euro Jahreseinkommen, glaube ich. Da wird dann dieser Reichensteuersatz fällig, sind 45%. Das heißt, auch da hat man dann tatsächlich den Verlauf. Man zahlt immer irgendwie 42%, springt dann hoch auf 45%. Dazwischen sieht das tatsächlich so aus, ihr könnt euch das vorstellen, bei diesen 8.000 irgendwas Euro, ihr verlasst gerade den Freibetrag und verdient dann 1 Euro mehr. Dann versteuert ihr diesen 1 Euro mit, sagen wir mal, dem Eingangssteuersatz, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, sagen wir mal 15%. Den zweiten Euro versteuert ihr mit 15,001%, den dritten mit 15,002% und so weiter. Also es geht tatsächlich so hoch, sodass ihr eben dann bei dem 10.000. Euro, den ihr mehr verdient, seid ihr dann schon irgendwo bei, sagen wir mal, 18% angekommen. Und beim 20.000. Euro, den ihr obendrauf verdient, seid ihr dann eben bei, den müsst ihr dann mit, keine Ahnung, 30% zum Beispiel versteuern. Das heißt, das steigt sukzessive mit jedem Euro, den ihr mehr verdient, an. Und das erklärt dann auch in dem Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, habe ich ja extra dazu gesagt, diese Belastung, dieses Problem entsteht, wenn man da eben springt in den höheren Grenzsteuersatz. De facto sieht es bei unserem System so aus, dass man ja ständig springt, wenn man über diesem Freibetrag liegt. Und somit fällt dieses Problem auch gerade immer bei eben geringen oder mittleren Verdienern, die eben in diesem Kurvenverlauf sind, besonders an. Bei jetzt reichen Menschen, also wenn ich irgendwie 1 Million pro Jahr verdiene, dann zahle ich da eh überall die 45% drauf. Dann der Groß, also auf irgendwie, sagen wir mal, 750.000 zahle ich sowieso die 45% und auf 200.000 dann zahle ich eh die 42%. Das heißt, das wird davon gar nicht irgendwie beeinflusst, deswegen kümmert die das auch nicht so. Aber bei Bezieherinnen von geringen oder mittleren Einkommen steigt eben fast die gesamte Steuerlast eben an. Also die Frage war gerade eben, danke, ob es nicht sinnvoll wäre, dann gleich ein Stufenmodell zu fordern. Nee, nicht unbedingt. Also ein Stufenmodell kann man sich ja überlegen. Diesen linearen Verlauf, den finde ich eigentlich ganz gut, die Progression, wie wir sie so haben. Das ist zwar dann erstmal irgendwie ein bisschen komplexer, aber ja, also ist halt nicht so künstlich, sage ich mal. Da sagt man tatsächlich, okay, mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, zahle ich auch mehr Steuern dann anteilig. Es ist, finde ich, eine andere Frage. Was sozusagen passieren würde, und das habe ich irgendwie am Anfang, also steht im Antragstext drin, was würde jetzt sozusagen heute passieren? Naja, der Freibetrag, der eben bei 8.000 irgendwas Euro liegt, der würde pro Jahr mit der Inflationsrate multipliziert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal 2% Inflation haben, würde der halt irgendwie um 160 Euro ansteigen, der Freibetrag. Und damit würde sich automatisch das ganze Steuergebilde um 160 Euro weiter verschieben. Und damit würde dann die steuerliche Belastung tatsächlich genau gleich ausfallen wie davor. Insofern tatsächlich nicht sonderlich viel, was man da tun müsste. Man sagt einfach, okay, diese Fixstufen, die wir haben, also vor Beginn diesen Kurvenverlaufs und am Ende, das verschiebt sich sozusagen mit der Inflationsrate einfach jährlich, automatisch. Und damit hat man sich dieses Problems entledigt. Es gibt sehr viele Länder, die machen das schon so. Irgendwie, glaube ich, um die 30 OECD-Länder, die in irgendeiner Form dieses System schon verwenden. Also es ist jetzt nicht irgendwie komplex oder sowas, oder dass es sonst irgendwelche Probleme gäbe. Möchtest du einen Dialog mit ihm führen, dann ist das okay. Sonst möchte ich jetzt auch mal was sagen. Ja, das ist ja ein tolles System, also finde ich okay, nur die Frage ist ja, wollen wir nicht eigentlich ein völlig anderes Steuersystem haben als dieses neoliberale Ding, was da jetzt gerade ist, und ist das okay an dem
falschen Leben herumzudoktern, wie du das jetzt hier machst. Das ist ja natürlich ganz toll, aber nur im bestehenden System. Können wir nicht einfach ein besseres System erfinden? Und sollten wir das nicht anstreben, statt den Leuten was vorzumachen? Ja, also die kurze Antwort darauf ist, ich freue mich auf deinen Antrag. Ich hatte die Anregung auch. Und dann, ich will jetzt da nicht allzu polemisch werden, aber dann kommt natürlich auch mal die Frage, ja, und wie kann man das jetzt mit dem BGE noch kombinieren? Mein Gedanke war tatsächlich, dass es Sinn macht für uns als Piraten, glaube ich, einfach visionäre Anträge zu schreiben. Wir fordern das BGE und versuchen uns dann die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Modellen halt die auszuarbeiten und so weiter. Und dann so als mittlere oder langfristige Vision wollen wir das eben umsetzen. Oder ein grundlegend anderes Steuersystem. Ich finde es aber wichtig, dass wir in der Zwischenzeit, also BGE wird halt egal, was wir machen, nicht in 4 Jahren kommen. Das müsst ihr halt irgendwie einfach anerkennen. Also wir werden auch das Urheberrecht nicht innerhalb von 3 Jahren jetzt irgendwie grundlegend reformieren und BGE ist nochmal was ganz was anderes. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir quasi in dieser Übergangszeit, bis wir halt irgendwie unsere eigentlichen Wünsche umsetzen können, das bestehende System mit kleineren Schritten verändern. Und in diesem Sinne steht quasi dieser Antrag. Und genau, also das Problem ist halt, dieser große Wurf mit einem ganz anderen Steuersystem könnte ich jetzt nicht einfach schreiben. Also wenn es irgendjemand anders bei uns kann, dann gerne und dann würde ich die Person auch unterstützen, aber das ist ja der Versuch eines kleinen Schrittes, der dafür aber auch tatsächlich so umsetzbar ist und nicht kontrovers ist. Lass uns mal zusammensetzen. Gerne. Ja, ich hake eigentlich in der gleichen Geschichte rein, weil wir wollen ja eigentlich das BGE. Das kann man auf 2 Arten finanzieren, wenn ich es grob mache, entweder durch ein umsatzsteuerbasiertes System oder ein einkommenssteuerbasiertes Steuersystem. Wenn ich ein umsatzsteuerbasiertes Steuersystem habe, habe ich ohnehin keine kalte Progression mehr. Wenn ich ein einkommenssteuerfinanziertes BGE haben möchte, muss ich eigentlich so, kann ich es eigentlich quasi nur durch eine Flat Tax machen, weil ich ansonsten nicht auf die Einnahmen komme, die ich brauche. Und eine Flat Tax ist ja an dieser Stelle auch relativ unschädlich, weil ja in der Kombination Grundeinkommen und Flat Tax letztlich auch wieder eine progressive Belastung entsteht. Und im Prinzip alle Modelle, die wir haben, einkommenssteuerbasiert, die in der Partei und auch darüber hinaus so diskutiert werden, sind ja Flat Tax Modelle, inklusive auch, was es dann gibt mit negativer Einkommensteuer, wo ja letztlich auch ein Flat Tax Modell dahinter steht. Macht es jetzt tatsächlich noch Sinn, wenn das Beschlusslage ist, wo wir hinwollen, da einen Zwischenschritt noch einmal zu fordern für das bestehende System, wo auch klar ist, dass wir das genauso wenig wie das BGE in den nächsten 4 Jahren durchsetzen werden? Können wir da die Zeit in Bochum jetzt nicht vielleicht sinnvoller nutzen? Zum Beispiel mit einem anderen Antrag, den ich für deutlich sinnvoller halte. Können wir natürlich machen. Ich glaube, das entscheidet dann der BPT halt über die Tagesordnung. Die Geschichte ist halt einfach die. Also natürlich hätten sich die Grünen irgendwie 1980 auch hinstellen können und sagen, naja, was sollen wir uns jetzt um die Sicherheit von Kernkraftwerken kümmern und da irgendwas fordern, weil wir wollen die ja eh irgendwie alle abschalten. Okay, gut, die Grünen haben das echt gut hingekriegt, dass man die Kernkraftwerke abschaltet, also das meine ich jetzt nicht zynisch, und nach 40 Jahren gehen die dann halt irgendwie vom Netz so. Und da sieht man aber so, und die haben für dieses Ziel krass gekämpft und es macht halt Sinn in dieser Zwischenzeit, die es zweifelsohne gibt, weil würde hier ernsthaft jemand irgendwie sich also sagen, dass wir in 4 Jahren hier ein BGE haben? Ich weiß ja nicht, also mal kurz das Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass wir in 4 Jahren, wenn wir mit 15% in den Bundestag gewählt werden, einen BGE haben? Wenn wir das alle wollen, dann kriegen wir das auch in 4 Jahren. Okay, eine Stimme, aber die war laut. Die Straße ist leer, dann lass uns doch mal rausgehen. Gut, was ich halt meine ist, man sollte da parallel arbeiten, bis wir dieses andere System haben. Und ich persönlich bin der Meinung, wir kriegen das nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre. Sollten wir Politik für das machen, was eben die jetzigen Umstände verbessert und nicht irgendwie bei irgendeinem Konzept, das wir halt erst frühestens in 10 Jahren haben. Ich bin nur noch pessimistischer.
Ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Irgendjemand mal gesagt irgendwo, ist mir eigentlich auch wirklich egal. Tatsächlich erstmal danke an dich, dass du ein paar Grundbegriffe nochmal auf eine sehr anschauliche Art und Weise erklärt hast. Zweitens, tatsächlich sehe ich das auch so, dass wir zum einen visionär arbeiten müssen und da viel zu tun haben und zum anderen aber auch Leute brauchen und dankenswerterweise in dir zum Teil, also zu eine Person, es sind aber mehrere, auch haben, die sich am Kleinteiligen abwirtschaften und auch im Detail arbeiten. Von daher sehe ich kein Problem, dass wir uns in Bochum damit befassen, insbesondere weil dieser Antrag ja im Unterschied zu anderen auch sehr stark vorbesprochen wurde. Ich danke dir. Ich möchte ganz kurz was dazu noch sagen. Ein Vorteil bei diesem Ding ist halt, das ist jetzt nicht kontrovers im Prinzip. Das ist eine technische Frage, es ist nicht ideologisch aufgeladen. Deswegen kann man, hoffe ich, es gibt da keine Rednerliste mit 50 Menschen, die dagegen stehen. Also wir haben jetzt noch 3 Wortmeldungen und dann würde ich sagen, danach gehen wir dann in den zweiten Antrag. Okay, dann fasse ich mich mal kurz. Nur noch mal als Anregung, im letzten Satz steht, 3 Milliarden Euro werden wegfallen. Klingt so nach Steuersenkung, ist es aber nicht. Eigentlich müsste da stehen, nicht anfallen oder nicht zusätzlich erhoben. Ich finde, das macht es klarer. Wir werden halt alle durch die Progression belastet, jeder von uns. Und wenn man Roffelkopf dadurch Brot oder Miete ersetzt, dann weiß auch jeder, dass es einen direkt betrifft und dass man quasi permanent dauernd mehr Steuern zahlt. Und ja, man kann im Prinzip hochrechnen, bis wir alle mal im Spitzensteuersatz sind. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also tatsächlich im Zins- und Inflationssystem. Ja, also das muss man sich halt irgendwie auch vor Augen führen. Es war irgendwie, gab es jetzt eine Studie, in Ende der 50er musste man, glaube ich, das, was waren das, irgendwie 25-fache des BIP pro Kopf zahlen, verdienen, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Und heute ist es das Doppelte, nicht mehr ganz. Und ein Teil wurde eben, also wie gesagt, du musst heute kein Bankier, kein Industriemagnat sein, irgendwie, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Und ein Teil ist halt auf die kalte Progression zurückzuführen. Die Steuermehreinnahmen oder Mindereinnahmen, wo steht es denn? Dass in einem ersten Schritt Steuereinnahmen in jährlicher Höhe von ca. 3 Milliarden Euro wegfallen. Nee, also hier war ganz kurz gerade die Frage, ob Sie es nur einmal tun. Nee, das ist tatsächlich jährlich so der Fall, weil wir eben auch jährlich die Inflation haben von zum Beispiel 2%. Und deswegen ist es wirklich ein Prozess, der jährlich stattfindet. Und gerade könnte man auch sagen, jetzt mit den ganzen Rettungsschirmen und so weiter, wo da die EZB auch schön die Staatsanleihen aufkauft, wird die Inflation sicherlich nicht geringer und das Problem hier schlimmer. Naja, also worum es mir darum ging, warum ich da Steuereinnahmen geschrieben habe, ist eben, um aus Sicht des Finanzministeriums das zu beschreiben, die sozusagen sagen, oh fuck, wenn wir das jetzt irgendwie umsetzen, dann haben wir aber 3 Milliarden Euro jährlich weniger, können wir uns aber nicht leisten, weil die Ausgaben bleiben erstmal gleich, also müssen wir es irgendwie anders reinholen. Und zwar, indem wir die Steuern erhöhen. Deswegen hatte ich das da so formuliert. Da geht es nur um so eine Bemerkung, dass man dann nicht irgendwie sagt, die blöden Piraten, wie sollen wir uns das irgendwie jetzt leisten oder so. Das ist also mal wieder hier irgendwie kein Gegenfinanzierungsvorschlag. Nee, es geht darum, dass wir uns hinstellen und sagen, naja, uns ist es schon klar, dass dann auch diese Steuererhöhungen kommen werden. Nur wir wollen da eben einen transparenten Diskussionsprozess, wo sich die Bürger auch und Bürgerinnen auch beteiligen können. Und dass es überhaupt auf der Agenda steht. Ich wollte noch ganz kurz zu den Steuermodellen und der Widersprüchlichkeit, die dann auch im Außenbild immer wieder zustande kommt, sagen, was ich auch schon zu vielen Leuten inzwischen gesagt habe, dass man es für mich wirklich Sinn machen würde, in Hinsicht auf ein Wahlprogramm zu trennen, was wir sofort wollen, was wir mittelfristig wollen und was wir langfristig wollen. Und ich wollte noch anmerken, dass die Steuermodelle für mich da auch eher in den mittelfristigen Bereich gehören würden. Also andere Steuersätze und dass man sich da durchaus auch noch mehr Gedanken machen kann, wie auch die Wirtschaftspolitiker hier auch inzwischen tun. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich jetzt endlich mal dieses kalte Progression verstanden habe oder ein bisschen ansatzweise verstanden habe. Aber ich habe das auch schon bei anderen Parteien immer wieder gehört, dass sie immer darauf gesagt haben, kalte Progression muss beseitigt werden. Also es ist nicht sehr, also
ist piratisch vielleicht, aber auch von anderen Parteien habe ich das schon gehört und die hast ja auch gesagt, in 30 Ländern ist das schon so. Ich finde das richtig wichtig, also für mich jetzt erstmal abgehakt und soll auch so sein, aber was ich jetzt beim Steuerrecht viel wichtiger finde, ich bin nur auch kein Steuerexperte, ist eben, dass auf große Einkommen, also das ist ja Arbeitseinkommen, dieses, aber wenn ich zum Beispiel eben Spekulationsgewinne, und das sind ja dann Millionen, Milliarden oder noch viel mehr, da bezahle ich dann eben nur 25%, soweit ich das verstanden habe. Und das ist für mich eine größere Ungerechtigkeit, sage ich jetzt mal. Ich bin auch, wie gesagt, kein Steuerexperte, aber das wäre vielleicht auch mittelfristig noch eher anzustreben und das fordert keine andere Partei. Ich will jetzt gar nicht mit BGE oder so anfangen, sondern eben was in dem vorhandenen System noch viel, viel ungerechter läuft. Und das ist ja nur, ein kleiner Fisch, was auch, wie gesagt, andere Parteien auch fordern. Habe ich schon oft gehört. Kalte Progressionen abschaffen, habe nie verstanden, was die wollen. Ich habe es jetzt verstanden, danke. Also dazu vielleicht noch eine kurze Stellungnahme. Es ist so, es stimmt auch erstmal, also ja, andere Parteien fordern das auch, aber nur sehr begrenzt. Also da gibt es halt dann immer wieder irgendwie eine Wirtschaftspolitikerin, einen Wirtschaftspolitiker, die sich hinstellen, ja, natürlich wollen wir da was machen, weil es interessiert irgendwie Leute und da wollen wir auch was machen. Aber letzten Endes setzt sich tatsächlich nur die FDP dafür ein, aber aus einem ganz anderen Grund als wir, hoffentlich bald. Nämlich die wollen halt einfach die Steuern senken. Also die sagen dann, ja, okay, wir schaffen jetzt die kalte Progression ab, über so einen Mechanismus zum Beispiel. Und dann sind halt die Steuern niedriger für die Leute und das finden auch die Leute cool. Und darum geht es hier nicht. Also es geht darum, dass diese versteckten Steuereinnahmen und Steuererhöhungen eben wegfallen und da dann unter Beteiligung eben einer aufmerksamen Bürgerschaft sozusagen dann das gemacht wird. Und ja, mit der Abgeltungssteuer und so weiter, das sehe ich auch so. Ist halt nochmal ein bisschen komplexeres Feld. Ich hoffe, ich kriege dann einen Antrag bis zum nächsten BPT dann zusammen. Das ist tatsächlich also eine Geschichte, du kannst in den Bundestag reingehen, also sollten wir da einziehen, kannst du dich da irgendwie reinsetzen, die Büros beziehen und im Prinzip das Ding irgendwie auf den Tisch klatschen und sagen, okay, so wollen wir das jetzt irgendwie machen. Du musst nur noch einen Inflationsindex finden, aber das ist eigentlich kein Problem. Und genau, muss man halt nicht irgendwie jetzt 6 Jahre noch darum machen. Ja, ich glaube, das war es jetzt soweit erstmal dazu. Okay, dann kommen wir zum anderen Antrag. Steuergerechtigkeit und Wirtschaftskriminalität. Da geht es um Steuerhinterziehung. So, auch nochmal kurz den Antrag. Ich sage vielleicht kurz nochmal das Slide zurück. Nicht, dass wir alle abgelenkt sind. Dieses Ding ist ein modularer Antrag. Das heißt, ich habe da eine Präambel vorangestellt, wo wir eben erklären würden, was wollen wir insgesamt hier eigentlich und wo sehen wir Probleme. Und dann 6 Maßnahmen dahinter gestellt, die eben einen direkten Weg gehen, sozusagen, wie können wir was eben gegen Steuerhinterziehung, internationale Steuerhinterziehung von Unternehmen machen. Konkrete Vorschläge. Und weil da auch ein bisschen kontroversere dabei sind, habe ich das eben in einzelne Module aufgeteilt. Kurz noch was dazu. Dieses Ding jetzt ist jetzt schon mit 93%iger Zustimmung gestern durchs Liquid gegangen und das erste Modul auch mit 91%iger Zustimmung. Ich lese noch mal ganz kurz vor, damit wir wissen, worum es geht. Die Piratenpartei setzt sich ein für mehr Transparenz im internationalen Wirtschaftssystem und gegen ein System aus Steueroasen, Schattenfinanzplätzen und anonymen Scheinfirmen, sowie gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. Damit stellt sie sich gegen unfairen Wettbewerb und eine Lastenverschiebung auf Kosten des Mittelstands, der Arbeitnehmenden und der Entwicklungsländer. Sie stärkt stattdessen die Möglichkeit demokratischer Gestaltungs- und Reaktionsmöglichkeiten auf die derzeitige Krise der Finanzmärkte und der öffentlichen Finanzen. So, das ist jetzt so ein bisschen so das, was man irgendwie auch aus anderen Anträgen auch kennt, so ein bisschen schönes Geschwurbel, jede Menge Buzzwords und so hört sich irgendwie gut an. Und das muss dann eben unterlegt werden mit Maßnahmen, damit auch irgendwie klar wird, wir wollen das tatsächlich. Und da ist jetzt erstmal die Frage, ist viel der Begriff Steueroasen hier gerade. Und wenn ihr jetzt irgendwie an Steueroasen denkt, dann denkt dann halt irgendwie an, kennt man aus Filmen, so an die Cayman Islands oder irgendwelche kleinen Inselstaaten. Vielleicht, also man denkt auch an die Schweiz. Und
wo ist eigentlich das Problem? Also wenn man sich fragt, was sind Steueroasen? Bei der Schweiz hat man es noch ein bisschen mehr auf dem Schirm. Denn bei der Schweiz fällt einem auch sofort ein, okay, Bankengeheimnis, da war noch irgendwas. Und wenn wir hier über Steueroasen reden, dann ist eigentlich der treffendere Begriff Regulierungsoasen. Denn also im Englischen gibt es dafür den Begriff Secrecy Jurisdictions, also so verschwiegen, also Jurisdiktionen, Verschwiegenheitsjurisdiktionen sozusagen oder staatliche mehr oder weniger ja, Rechtsentitäten. Und jetzt geht es viel zu schnell vorwärts, danke. Sitzt da überhaupt jemand dran? Nein. Gut. Autopilot, auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt hier schon mal die Antwort gegeben. Es geht um Regulierungsoasen und das andere sollte halt auch noch nicht da stehen. Circa 80 weltweit gibt es davon. Und wo, was ist da eigentlich die Situation? Das Problem bei diesen Steueroasen bzw. Regulierungsoasen ist eben nicht, dass sie Steuersätze von zum Beispiel 0% anbieten oder 1%. Während man halt in Deutschland irgendwie auch immerhin noch auf Kapitalerträge 25%, also ein bisschen mehr, zahlen muss oder auf die Unternehmensgewinne halt auch deutlich mehr zahlen muss, bieten dann halt diese Steueroasen eben dann Steuersätze auf Unternehmensgewinne zum Beispiel von 1% an oder so. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Regulierungsoasen also kaum Regulierungen haben. Das heißt, man kann da zum Beispiel als Unternehmen hingehen und sagen, naja, ich möchte jetzt hier eine Bank gründen und von der aus möchte ich irgendwo auf der Welt herum spekulieren. Dann werden für diese Bank, die auf diesem, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Cayman Islands sitzt, die unterliegen dann kaum Regulierungen oder beziehungsweise da glaube ich sogar gar keinen. Das heißt, sie können alles machen, was sie wollen. Und jetzt zum Beispiel selbst in den USA, aber natürlich auch in Europa, gibt es massive Regulierungen für Finanzmarktgeschäfte. Die haben noch nicht ausgereicht, wie man jetzt auch bei der Krise gesehen hat, aber eben ein Hintergrund ist eben, dass man sagt, wir wollen die Finanzmarktstabilität erhöhen. So, in diesen Regulierungsoasen gibt es kaum Regulierung und damit wird eben zum Beispiel auch die Finanzmarktstabilität außer Kraft gesetzt ein Stück weit oder beziehungsweise angegriffen. Es gibt andere Probleme auch noch. Es gibt da zum Beispiel das mit den anonymen Scheinfirmen. Bei vielen von diesen Regulierungsoasen ist es so, du kannst da hingehen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier irgendwie eine Stiftung gründen, einen Treuhandfonds oder so, ich zahle da jetzt hier mal die 10 Millionen drauf ein. Und was dann passiert ist, man sucht sich dann irgendeinen Anwalt, eine Anwältin, die da auf dieser Insel sitzt und gleichzeitig 100 andere Treuhandfonds managt. Und wenn jetzt zum Beispiel die deutschen Steuerbehörden da irgendwie ankommen und sagen, hey, hier der Tom, der hat doch irgendwie bei euch bestimmt Geld gebunkert, dann sagen die, naja, können wir jetzt nicht sagen, müsst ihr schon uns mehr Informationen geben. Und dann sagen die, ja, irgendwie haben wir jetzt irgendwie gerade halt rausgefunden, in dem und dem Treuhandfonds muss doch sein Geld liegen. Dann sagen die, nee, also wir können euch natürlich den Treuhänder von diesem Fonds nennen und der sagt dann, ja okay, ich kann euch leider nichts dazu sagen, ich kann euch nicht sagen, was der Zweck des Fonds ist, wie viel da eingezahlt ist, wem das Geld gehört, ich verwalte den nur und habe halt irgendwie hier ein Verschwiegenheitsgeheimnis. Das heißt, du kommst nicht ran. Und das ist eben ein Problem, wenn es dann eben um Steuerhinterziehung geht, dass letzten Endes die ganzen Regulierungen und Gesetze, die es in unseren Ländern mit gutem Grund gibt, die gelten dort nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum Firmen bzw. auch Privatpersonen ihr Vermögen und ihre Gewinne in diese Steueroasen verschieben. Wie gesagt, es gibt ca. 80 weltweit. Und dieser Antrag beschäftigt sich hauptsächlich mit Steuerflucht bei Unternehmensgewinnen. Ich werde auch, glaube ich, wenn ich das hinkriege, bis zum nächsten BPT dann, also zum übernächsten, noch einen für Privatpersonen schreiben, aber hier jetzt erstmal für Unternehmen. Es ist nach Schätzungen ist es so, dass jährlich ca. 50 Milliarden Euro an Steuereinnahmen in Deutschland durch Steuerhinterziehung flöten gehen und der Großteil davon wird eben durch Steuerflucht von Unternehmen entsteht durch die Steuerflucht von Unternehmen. Und da muss ich jetzt kurz was dazu erklären. Wie funktioniert das? Bei Unternehmen ist es so, dass der Gewinn besteuert wird. Das heißt, ein Unternehmen, zum Beispiel eine Bananenfirma, ich nehme das jetzt nicht aus irgendwelchen komischen Gründen, sondern weil es bei Bananenfirmen tatsächlich irgendwie aufgekommen ist, das Problem, und auch heute noch sehr groß besteht. Eine Bananenfirma, was weiß ich, Chiquita oder irgendwie sowas, die
haben jetzt in Honduras, sage ich mal, lassen da halt irgendwie von lokalen Bauern die Bananen pflücken und verkaufen die dann zum Beispiel in Deutschland. So, dann ist die Frage, wo fällt da der Gewinn an? Würde man jetzt sagen, naja, die werden in Deutschland verkauft und folglich fällt dann hier auch irgendwie der Gewinn an. Und da haben die dann zum Beispiel irgendwie in jetzt 2012, haben die dann halt irgendwie 100 Millionen Euro Gewinn mit ihrem Bananengeschäft. Die müssen sie dann eben in Deutschland versteuern zu den hier gültigen Steuersätzen. Was jetzt möglich ist, das internationale Steuerrecht ist so, dass die Unternehmensgewinne eben dort besteuert werden, wo sie anfallen. Das heißt, wenn jetzt Chiquita sagt, naja, ich gründe jetzt hier irgendwie ein Tochterunternehmen in Honduras, dann könnten die sagen, dann können die mit einem Trick, und das ist eben dieses Transfer Pricing, können die Gewinne künstlich auf dem Papier dorthin verschieben. Was sie nämlich einfach machen, ist zu sagen, naja, in Deutschland kostet so eine Banane irgendwie 30 Cent und wir kaufen dann einfach, wir als Chiquita Deutschland, kaufen die Banane von unserer Tochterfirma in Honduras für 29 Cent zum Beispiel. Das heißt, pro Banane fällt für uns in Deutschland nur 1 Cent Gewinn an. Und vielleicht bestehen die Produktionskosten in Honduras, liegen aber vielleicht bei irgendwie 10 Cent oder so. Das heißt, 19 Cent von 20 Cent Gewinn fallen dann plötzlich in Honduras an und werden eben dort versteuert. Und wenn dort der Steuersatz zum Beispiel viel niedriger ist als in Deutschland, dann ist es im Prinzip Steuerhinterziehung, weil die eben sozusagen über die Gründung einer Tochterfirma, wo sie dann über künstlich festgesetzte Preise die Gewinne hinverschieben, eben der deutschen, ihrer deutschen Steuerpflicht sozusagen nicht mehr umfänglich nachkommen. Und das ist jetzt natürlich das trivialste Beispiel, das es so gibt. Weil Honduras könnte man jetzt sagen, naja, da wird ja auch irgendwie wirtschaftliche Aktivität vollführt, vielleicht erwirtschaften die auch tatsächlich den Gewinn oder so, oder vielleicht haben die auch hohe Steuersätze, so wie in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Die können zum Beispiel einfach sagen, okay, wir gründen jetzt eine Tochterfirma in, was weiß ich, auf den Bahamas. So, und dann werden eben die Bananen von den von diesen Tochterunternehmen in Honduras verkauft ans Tochterunternehmen auf den Bahamas für einen relativ niedrigen Geldbetrag. Dort werden dann eben die Bananen von diesem Tochterunternehmen auf den Bahamas weiterverkauft an Chiquita Deutschland und wieder nach diesem gleichen Muster eben halt wird halt dann ein Preis verlangt, der knapp unter dem Marktpreis hier liegt, sodass eben in Deutschland kaum Gewinn anfällt und der Großteil des Gewinns, eben diese Differenz, sagen wir mal 19 Cent pro Banane, fällt dann eben auf den Bahamas an. Und die Bahamas sind eben so eine Regulierungsoase mit einem Steuersatz von, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Steuersatz auf Unternehmensgewinne erheben. Und das heißt, letzten Endes entgehen sie damit komplett der Steuerpflicht, obwohl die Bahamas natürlich überhaupt nichts mit diesem Unternehmen zu tun haben. Die haben, die stellen auch nicht das gesellschaftliche Umfeld irgendwie zur Verfügung, dass es Chiquita dann ermöglicht, die Gewinne einzufahren. Denn das macht Deutschland, indem hier die Leute gut ausgebildet werden, Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und das macht Honduras, indem da Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Aber die Bahamas haben damit gar nichts zu tun. Trotzdem läuft eben dieses über diese Tochterfirma, fallen die Gewinne dort an, werden auf dem Papier und müssen dementsprechend dann nicht versteuert werden. Das ist eins von vielen Beispielen. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, wie man das noch geschickter machen kann mit ganz vielen anderen Tochterfirmen, die dann irgendwie Kredite vergeben an die Muttergesellschaft oder wo man sagt, naja, unser Markenkern, also IKEA zum Beispiel, IKEA liegt, glaube ich, die Firma, die IKEA-Markenrechte hält, ist, glaube ich, in Luxemburg. Und die sagen, naja, klar, IKEA, hier, was wäre unser Unternehmen ohne unsere Markenrechte, weil IKEA, das ist die Marke. Also fällt natürlich auch ein Großteil unseres Gewinns nur wegen den Markenrechten an. Und die kriegen wir halt von dieser luxemburgischen Tochter so. Und damit wird dann eben ein Großteil der Gewinne in Luxemburg versteuert, beziehungsweise eben nicht versteuert. Und das ist eben dieses Problem des Transfer Pricing. Und was kann man da jetzt machen? Also mal kurz nächstes Slide. Noch
noch zwei Zahlen dazu, genau. Es ist ganz interessant, also wir haben ja hier Globalisierung und so weiter, steigender Welthandel, und das ist mal ganz interessant zu gucken, was löst eigentlich diesen Welthandel aus. Und da sieht man, dass 60%, also zwischen 60% und 70% des Welthandels innerhalb von Unternehmen stattfindet, zwischen Tochterfirmen und den Hauptgesellschaften von Unternehmen. Und das geht eben auch auf diese ganzen Steuertricks zurück. Dann 99 der 100 größten Unternehmen in Europa haben 2009, war das glaube ich, Zahlen von 2009, nochmal kurz zurück bitte, steht jetzt nicht da, 2009 war das glaube ich, hatten 99 der 100 größten europäischen Unternehmen Tochterfirmen in den Regulierungsoasen. Kann man sich natürlich fragen, wozu. So, jetzt ist das erste die erste Maßnahme sozusagen, das ist Modul 2. So geht dann der Antrag weiter, seht ihr oben. Dazu unterstützt die Piratenpartei nationale und internationale Bemühungen mit den Zielen. Und jetzt kommt die Aufzählung von den einzelnen Modulen. Dieses Modul ist jetzt auch schon durchs Liquid mit 91% Zustimmung, ist auch relativ unkritisch. Unternehmen, also mit den Zielen, Unternehmen zu verpflichten, gesellschaftlich relevante Kennzahlen wie Beschäftigtenzahl, Umsatz und Gewinn für jedes Land, in dem das Unternehmen aktiv ist, getrennt auszuweisen. Den Spaß nennt man dann Country-by-Country-Reporting. Und das hat die Bewandtnis damit, dass es heute nicht so abläuft, oder ich fange mal anders an. Heutzutage sieht es so aus, ein Unternehmen kann in der Bilanz sagen, kann Gewinne sozusagen regional konsolidieren. Die können zum Beispiel sagen, na, jetzt nicht in Honduras fahren wir die und die Gewinne ein, sondern in Lateinamerika oder weltweit fahren wir die und die Gewinne ein. Ist nicht notwendig, dass sie das ausweisen. Und dieses Country-by-Country-Reporting würde dann eben von Unternehmen verlangen, dass sie für jedes einzelne Land, in dem sie aktiv sind, ausweisen, wie viel, also halt eben diese gesellschaftlichen Kennzahlen, Beschäftigtenzahl, Umsatz und Gewinn. Und dann wird es natürlich interessant, wenn man dann guckt, okay, die haben hier irgendwie auf den Bahamas, haben sie ein Tochterunternehmen, arbeiten 10 Leute, generiert jährlich 2 Milliarden Euro Gewinn. Dann kann man sich natürlich fragen, was ist da jetzt los? Das sind aber sehr produktive Menschen, die arbeiten. Also es würde tatsächlich dann erstmal in einem ersten Schritt Transparenz geschaffen und die Zivilgesellschaft könnte dann zum Beispiel den Unternehmen auf die Finger gucken. Das einzuführen ist relativ unproblematisch, weil die Zahlen in Unternehmen immer vorliegen. Also die haben mit moderner Buchhaltungssoftware, liegen die Zahlen ohnehin schon vor, die müssten halt nur in die Jahresbilanz dann aufgenommen werden. Genau. Und da würde als unkontroverseste Maßnahme jetzt erstmal sozusagen ein gewisser Riegel vorgeschoben werden, weil es dann halt schon relativ dreist wäre, wenn man das so machen würde. Dann nächstes Slide. So, das nächste Modul. Mit den Zielen, mittels eines automatischen Informationsaustauschs zwischen den Steuerbehörden weltweit die Umgehung von Steuern durch grenzüberschreitende Transaktionen zu erschweren, also das, worüber ich mit dem Transfer Pricing gesprochen hatte. Dies umfasst die Ausweitung der EU-Zinsrichtlinie auf juristische Personen und alle Arten von Kapitalgewinn anstatt kurzfristiger und kontraproduktiver bilateraler Abkommen, wie dem zurzeit zwischen Deutschland und der Schweiz verhandelten. Es ist heutzutage so, wenn jetzt, ich habe das vorhin das Beispiel hier, der Tom schafft irgendwie 10 Millionen auf die Cayman Islands oder so gemacht. Das Problem ist, die deutsche Staatsanwaltschaft, die Steuerbehörden, es gibt natürlich Steuerabkommen mit den meisten Staaten. Das ist ein Luxus, den sich westliche Industrieländer leisten. Entwicklungsländer beispielsweise genießen diesen Luxus nicht. Die haben solche Steuerabkommen nicht. Und dementsprechend stehen die eben auch in der Aufzählung ganz vorne mit dabei, weil die jährlichen Steuermehreinnahmen, die durch diese ganzen Maßnahmen für diese Länder generiert würden, übertreffen die jährliche Zahlung der Entwicklungszusammenarbeit. Also die leiden sehr darunter, weil die sich eben nicht es leisten können, Druck aufzubauen und dann eben solche Steuerabkommen zu haben. Aber worum es hier jetzt geht, ist folgende Geschichte. Damit die Steuerabkommen sind so ausgestaltet, dass jetzt die deutsche Staatsanwaltschaft oder deutsche Steuerbehörden müssen mit einem sehr konkreten Anfangsverdacht an die Steuerbehörde von so einer Steueroase zum Beispiel rantreten oder von irgendeinem Land. Das heißt, sie sagen, naja, hier, der Tom hat jetzt das und das Konto bei euch, die und die Summe müsste irgendwie stimmen und bei der und der Bank ist es so richtig und dann kann man quasi anfragen und dann kooperieren die halt oder nicht. Und diesen Anfangsverdacht gibt es aber meistens nicht in der konkreten Form. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel auf EU-Ebene die EU-Zinsrichtlinie hat. Das heißt, wenn irgendein EU-Bürger
Geld im Ausland hat und da fallen Zinsgewinne an, dann wird es automatisch von den Banken dort an die Steuerbehörde dort gemeldet und die meldet es automatisch hier an die deutschen Steuerbehörden. Das heißt, das läuft quasi EU-weit genauso ab, wie es in Deutschland auch abläuft. Das wird automatisch gemeldet und hier jetzt sozusagen ist die Forderung, sowohl die EU-Zinsrichtlinie in der Form auszuweiten, dass es eben nicht mehr nur auf Zinsgewinne, sondern auf alle Arten von Kapitalgewinnen zutrifft, dass sie immer gemeldet werden müssen. Und eben auch dieses, also diese multinationalen Abkommen so voranzutreiben, dass man quasi so eine EU-Zinsrichtlinie für möglichst viele Länder hat, dass eben immer das automatisch weitergeleitet werden muss. Wie lange brauchst du noch, Thomas? So viel Zeit, wie es dauern soll. Also ich kann den Rest in 3 Minuten machen oder in 2 Tagen. Das wäre meine Anregung, dann kann nämlich Helmut seinen Antrag auch noch vorstellen, ganz am Schluss. Okay, gut, dann dazu muss man noch ganz kurz eins sagen, also gerade bei diesen internationalen Steuerabkommen, die hier irgendwie angeregt werden, die Zeit ist momentan so günstig wie selten. Im Zuge der Finanzkrise ärgern sich da mittlerweile schon ziemlich, also die Einnahmenbasis wird dünner, viele wollen irgendwie dann diese Steuermehreinnahmen halt, die eben durch die verhinderte Steuerhinterziehung anstehen würde, wollen die halt haben. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist da jetzt irgendwie auch nicht mehr so da, dass man sagt, hier die Superreichen, die können da irgendwie sich diese Steuerschlupflöcher ausnutzen und so weiter und so fort. Und beispielsweise die USA sind da schon ziemlich krass gegen Schweizer Banken vorgegangen. Das heißt, momentan für so ein multinationales Abkommen wäre die Zeit so günstig wie, wie noch nie. Deswegen stehen die hier auch mit drin, obwohl die natürlich nicht so realistisch sind wie die nationalen Geschichten. Nächstes Slide. Okay, ich lese das jetzt nicht vor, um Zeit zu sparen. Worum es da geht, ist, dass möglichst in jedem Staat Rechtsvorschriften oder das so abläuft, dass die wirtschaftlich Begünstigten von Unternehmen registriert sein müssen. Denn es ist häufig nicht der Fall. Also du kannst in ganz vielen Staaten kannst du Unternehmen anonym gründen und da läuft dann alles einfach ab. Das Unternehmen kann ganz normal irgendwie wirtschaftlich und juristisch irgendwie mit Leuten umgehen und Riesengeschäfte machen, ohne dass irgendjemand weiß, wer eigentlich hinter diesem Unternehmen steckt. Und dieses Modul richtet sich eben darauf hin ab, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es eine klare Zuordnung gibt von den wirtschaftlich Begünstigten eines Unternehmens. Die Kriterien, die da angelegt werden, richten sich aber nach der Unternehmensgröße. Also es ist natürlich irgendwie jetzt klar, dass so ein kleines Unternehmen da geringere Berichtspflichten jetzt irgendwie erfüllen müsste, also klein im Sinne von auch von der Bilanz und nicht nur von den Mitarbeitern, während halt irgendwie größere Unternehmen jetzt von der Bilanz oder eben von den Mitarbeitern da dann umfassendere Berichtspflichten hätten. Nächstes Slide. So, ja, relativ einfache Geschichte. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Personal in der Steuerfahndung und dieses Modul sagt eben, dass wir mehr Mittel aufwenden müssen, mehr Steuerfahnder einstellen. Es gibt da irgendwie so eine Berechnung, gut, die ist von Verdi, die ja auch die Interessen dieser Steuerfahnder vertritt, aber kann man ein bisschen abdiskontieren dann. Die besagt, dass ein zusätzlicher Steuerfahnder oder eine Steuerfahnderin mehr jährliche Steuermehreinnahmen in Höhe von ungefähr 1,1 Millionen generiert und dass ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht hier, weil ich den Laptop nicht hier habe, irgendwie ungefähr 4.000 Steuerfahnder deutschlandweit zu wenig eigentlich eingestellt sind. Das heißt, da wäre der Ansatz zu sagen, okay, stellt da mehr ein, damit eben diese ganzen Delikte, von denen man jetzt auch schon weiß, damit denen auch nachgegangen werden kann. Lohnt sich übrigens auch, ist ein Gewinngeschäft. Weiter. Ja, okay, bekannte Steuervermeidungsmodelle besser zu verfolgen. Und dazu die Wirkung von Meldepflicht und der allgemeinen Missbrauchsklausel zu untersuchen und zu nutzen. Es ist so, es gibt in anderen Ländern so eine Meldepflicht, wenn man quasi ein Steuersparmodell irgendwie ja, anbieten möchte, als Bank zum Beispiel oder als Steuerberatung, dann muss man das anmelden. Und dann gucken sich das eben die Behörden an und sagen dann, ah, okay, so und so läuft es, da müssen wir jetzt irgendwie gesetzlich aktiv werden, um das zum Beispiel zu schließen. Oder, nee, dieses Steuersparmodell ist in Ordnung. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt eine allgemeine Missbrauchsklausel, die eben vorbeugen soll, dass sozusagen das Steuerrecht missbraucht wird und dass man da irgendwie dann Steuern spart. Die ist allerdings so allgemein formuliert, dass die eigentlich nie zur Anwendung kommt. Und diese
Antrag, dieses Modul fordert einfach nur, dass man eben diese Wirkung von solchen Meldepflichten und von der momentan in Deutschland schon existenten allgemeinen Missbrauchsklausel prüft und dann solche Meldepflichten eventuell einführt, beziehungsweise genauer definiert, was in diese allgemeine Missbrauchsklausel rein, also wie der Missbrauch definiert ist, damit es eben auch zur Anwendung kommen kann. Nächstes Modul. Das ist auch schon das letzte und das weitreichendste. Das lese ich jetzt nochmal kurz vor. Internationale Steuerabkommen für multinationale Unternehmen zu beschließen, durch die das Steueraufkommen der jeweiligen Firma entsprechend der wirtschaftlichen Aktivität und nicht ausschließend nach dem bilanziell ausgewiesenen Gewinn auf die betroffenen Länder verteilt wird. So, das nennt man dann einheitliche Körperschaftssteuer. Und der Gedanke ist der, heutzutage läuft es wie gesagt so ab, Unternehmen versteuern ihre Gewinne dort, wo die Gewinne anfallen. Aber wieso macht das eigentlich Sinn? Würde es nicht Sinn machen, dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie viele Beschäftigte haben, wo also ihre tatsächliche reale wirtschaftliche Aktivität liegt? Oder wo sie ganz viel investieren, ganz riesige Firmengelände haben oder sowas. Und dieser Vorschlag zielt darauf ab, dass man eben sagt, okay, Länder können immer noch gucken, welchen Steuersatz sie zum Beispiel für Unternehmen festlegen, aber welche, also, oder anders, angenommen Unternehmen zahlt, also erwirtschaftet irgendwie 1 Milliarde Euro Gewinn, dann würde heutzutage das Unternehmen diese 1 Milliarde eben dort versteuern, wo sie anfallen als Gewinn. Sprich, wo sie bilanziell ausgewiesen werden, was sie eben, wie gesagt, so auch rumschieben können. Nach diesem Vorschlag würde dann immer noch die 1 Milliarde besteuert werden, aber die Frage, wo, würde eben anders geklärt sein, und zwar nämlich dort, wo das Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich tätig ist. Also sagen wir mal, die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland, die andere Hälfte in Polen, und was weiß ich, Umsätze in Polen sind halt doppelt so hoch wie in Deutschland, Kapital wird in Deutschland mehr investiert, irgendwie sowas, dann würde sich halt also aufdröseln, zum Beispiel 40% des Gewinns werden dann eben in Deutschland versteuert und 60% in Polen. Und das ist ein relativ ambitioniertes Projekt, das ich vor allem deswegen auch aufgenommen habe, weil man ja eben auch mal ein bisschen Zukunftsvision auch in diesem Bereich haben kann und weil eben momentan die internationale Gelegenheit für solche Abkommen so günstig ist wie noch nie. Und das bildet sozusagen den Abschluss dieses Antrags. Und dann nochmal die nächste Slide. Alles, was ich jetzt euch erzählt habe und noch viel mehr, also Hintergrundinformationen und Quellen zu allem, was ich gesagt habe, findet ihr, ich habe da einen Blog-Eintrag verfasst auf dem Blog von Andreas Pittrich und Lena Rohrbach, wieder die windmühlen.de. Die genaue Adresse müsst ihr euch jetzt nicht merken, ist dann eben schon der dritte Blog-Eintrag oder so. Und da gibt es noch genügend Lesestoff und Begründung für viele kalte Winterabende. Okay, dann nächstes Slide, glaube ich, ist nur noch Danke oder sowas. Ja, vielen Dank. Wenn ihr wollt, könnt ihr da nochmal drauf gucken oder jetzt eben noch Fragen stellen. Ich weiß ja nicht, wie es zeitlich aussieht. Ja, ich würde sagen, wir machen keine Fragen mehr, oder? Denn dann kann Helmut jetzt als letzter heute seinen Antrag zur Gesundheitspolitik vorstellen. Super. Also ich bin ja auch nicht weg, ich bin ja jetzt noch hier und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr mir die auch so stellen. Ist halt dann nicht so cool wie mit Mikro.